Hasta la Bonreis, Muchachos! Peace! Und eure Nüsse sind ganz herzlich gekraut, super nice, dass ihr dabei seid bei Arc Extinction zusammen mit Mabossa hier oben auf einem Giga mit einem geilen Hut auf. Hallihallo! Hallo, was passiert jetzt? Hallo, jetzt bin ich hier. Schade, Mann, der Giga guckt mich nicht an. Ich dachte, Deko fällt da jetzt runter. Warte, ich falle runter, wenn ich jetzt. Ah! Hallo, ich wollte gerade springen, jetzt guck. Warte, wenn ich jetzt springe, falle ich runter. Dann kriegst du weniger Damage. Habe ich extra gemacht für dich, bitteschön. Ich habe gar kein Damage bekommen, Alter, richtig. Easy. Gut. Muchachos, ich habe im Stream einen richtig geilen Kindergarten gebaut. Wir wollen nämlich heute einige Giganotus und T-Rexe fertig machen. So, und jetzt zeige ich euch aber erstmal... Der Kindergarten sieht sogar richtig geil aus. Den Kindergarten. Ich bin tatsächlich ein bisschen stolz auf Marvin, muss ich sagen. Also, hier haben wir erstmal ein richtig schönes Häuschen, wird bewacht von Pinguinen, von Affen, von einem Duenkus. Kann man da eigentlich reingehen? Hier kann man auch reingehen, ja. Oh. Wir könnten theoretisch ja auch hier drin dann die Brutstätte machen, ne? Klimaanlagen hier rein und... Stimmt, dann müssen allerdings die Tiere hier raus. Oh, hast recht. Hier kackt ein Stego erstmal in einen S-Plus-Futtertrog, damit auch immer genug Essen da ist. Da hier ganz viele Giganotos und T-Rex rumlaufen werden, habe ich hier nochmal einen Rex hingebaut und einen Spino. Leider gibt es keine Giganotos. Hier ist nochmal ein Futtertrog, hier ist nochmal eine... Das ist aber auch... Das sieht schöne. Echt nice aus, das ist echt schön gebaut. Leckere Wasseranlage und das Ding hier auch super hoch sexy gebaut mit der Community. Es hat einfach alles perfekt 1A gepasst. Und jetzt habe ich gerade meinen Timer bekommen. Ein Wolfsbaby ist durch. Ein Wolfsbaby ist durch. Marvin, wie heißt dieses komische Häutungswerkzeug nochmal? Oh, gute Frage. Ich, hallo? Heißt das auch das heißt nicht Häuter, glaube ich. Das wäre zu einfach. Kirschner? Nee, ich weiß es nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Haut, nein. Hautabziehungsgerät. Schabgerät. Hautschaber. Warte mal, ich suche mit Scrollen. Ich suche mit Scrollen. Da. Präparationswerkzeug. Das werde ich mir jetzt bauen und dann, Marvin, musst du einmal Selbstmord beginnen. Hallo, warum? Willst du mich ausstopfen oder was? Nein, du musst sogar bitte zweimal Selbstmord beginnen. Okay. Dann bin ich aber gespannt, was du vorhast. Ich habe schon einen kleinen Plan. Kann ich das? Nee, kann ich noch nicht. So. Präparationswerkzeug. Zack. Wird hergestellt. Marvin, bitte springen Sie von unserem Vogelhaus oder Muchachos, wir haben es jetzt in Servereinstellungen umgestellt. Ja, dankeschön. Danke, Marvin, haben wir es hinbekommen. Wir haben es vorher schon versucht, aber nicht richtig hinbekommen. Und Marvin hat den richtigen Weg gefunden, das einzustellen. Wir brauchen jetzt keine Pillars mehr, beziehungsweise nicht mehr viele. Ein Pillar wird jetzt reichen hier, um da oben ganz, ganz großen Plattform zu bauen. Das machen wir auch heute noch. Zumindest anfangen werden wir damit. Mal gucken, wie weit ich komme. So, Marvin, wo bist du? Du musst dich jetzt zweimal von dem Ding runterstürzen. Ja, machen wir sofort. Deko, guck mal, was hier abgeht. Wo denn? Ich habe auch die Kommentare bekommen und wir sollen doch mal so einen Typen hier bauen. Das ist einfach so ein Typen, den wir so einstellen können, wie wir möchten. Was für ein Typen? Ich weiß nicht, wo du bist. Komm her ins Gehege. Hier? Ja. Null! Alter, wer ist das denn? Alter, so ist geil, oder? Hä? Hallo! Mal. Digga, sie ist ein T-Rex! Was? Sie hat einen Bart! Alter! Sieht geil aus, oder? Was? Change appeal? Was ist das? Mannequin? Ja, so LOL! Das ist so ein Rüstungsmannequin oder was? Ja, sieht richtig cool aus, oder? Warte, so. Alter, richtig missgestaltet. So. Sieht super aus, oder? Wundert. Das ist die Wächterin der Hatchery. So, okay, Alter, ich würde niemals an die rangehen. Ich hätte einen realer Schiss vor der. Die können aus dem Horrorfilm stammen, ey. Und deine Arme von deinem Körper abschrauben, um sich selber wieder neue zu geben oder so. Wir können sogar die Pose ändern. Das haben wir auch bekommen. Warte mal, Sleeping. Guck mal, die schläft jetzt. Da habe ich keine Angst vor ihr. Sitting down. So, hallo. Ich sitze hier nur. Jetzt stürzt sie alle tief. Ich brauch deine Leiche. Okay, hast du zufällig noch irgendwie so ein Mittel, womit du mich umbringen kannst? Nee, deswegen sag ich ja, du musst dich von ganz oben runterschmeißen. Okay. Malagam! Hoch! Hinaus! Ich hoffe, das reicht. Bitte über der einmal Base. Noch. Ja, und jetzt hier. Hier müsste ich eigentlich sterben. Ja, komm zu mir, Marvin. Komm zu mir, Marvin. Der Drache war schneller als du. Oh, ich flieg noch ein bisschen. Na, 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 na. Oh, Marvin ist tot. Überraschung. So, was hast du jetzt vor? Wir haben bekommen... Mabossa Lederhaut. Oh, okay. So, Muchachos. Marvin, darfst du das Ganze eigentlich... Warte mal, kann ich eigentlich noch zweimal deine Lederhaut abbauen?
Würde ich sagen, kannst du mich nochmal unterstützen. Okay, ja, ich brauche auf jeden Fall zwei heute. Ich weiß nicht, ob ich zweimal abbauen kann von einem. Okay, dann gehe ich nochmal nach oben. Und kann noch einmal. Ich eins, nicht. Kann zwei. Ich. Drei. Ich glaube, es sollte reichen. Da fällt er. Hallo. Lol. Lol. Digga, der Zaun, der hat mich abgefedert. Ich hab kein bisschen Damage bekommen. Lol. Dass du genau auf dem Zaun landest. Was ist falsch bei dir, Alter? Digga, richtig Pro-Bosser lag schon wieder. Und das so. Das ist wirklich mal wieder ziemlich bezeichnend für meinen Bosser lag eigentlich. Das stimmt. Und wir fallen runter. Wo ist er? Da ist er. Aua, 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 aua. So. Und da ist er tot. Das sieht man gerne. So, wo ist er gelandet? Wo die Frage ist immer noch, was hat Deko mit mir vor? Ja. Ich habe auf jeden Fall schon einen sehr lustigen Plan. Einen sehr, sehr lustigen Plan. Bleibt allerdings geheim, solange bis es fertig ist. Kannst du mir sagen, wo deine Leiche liegt? Achso, hier. Ja, ja. So. Okay. Jetzt beschäftige dich mit irgendwas anderem. Ich mache jetzt schon mal weiter. Ich wollte nämlich jetzt zwei Klimaanlagen bauen. Deko hatte gerade eine fabelhafte Idee, dass wir einfach in dieses Pilzhaus, obwohl. Ich mache lieber erstmal Lagerfeuer. Weil ich habe Angst, wenn die da drin groß werden, dann kommen sie nicht mehr raus. Okay, ich mach Klimaanlagen. YOLO. Esse Pilz. Mit Lagerfeuer werden sie doch auch. Also du meinst Lagerfeuer dann nicht da drin, oder was? Naja, genau, nicht da drin. Kann man auch in diesem komischen Pavillon? Wir könnten auch probieren, ob wir mit Klimaanlagen in den Pavillon ja, das auch klappt. Wäre besser. Wie heißen die denn? Auf welchem Level kriegt man die denn? Such einfach nach Climate, oder? 61, okay. Klimaanlage 61. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Air Conditioner S Plus. Aber da okay. Schon mal. So. Bauen wir mal. Zwei Stück haben im Ziegenkabuff auch gereicht. Aber die kann ich wahrscheinlich hier nicht herstellen. Nee, die muss ich wahrscheinlich im Fabricator herstellen. So, gehen wir mal nach oben. Hallo! Wir brauchen mal wieder ein bisschen Gasolina, glaube ich. Das dürfte fast weg sein. Ha, das wäre nicht gut. Elektrisch. Bei. Oh. Haben wir genug? Ja, Logo! Oh, ich bin so gespannt, wie es der aussehen wird, Muchachos. Ich bin so gespannt. Bitte machen Sie keinen Unfug mit meiner. Ich mache einen ganz, ganz großen Unfug mit dir, Marvin. Hallo? Ich mache einen richtig großen Unfug mit dir. Oh, hier liegt sogar noch das Wolfsopfer. Hallo? Körper ziehen, nein, kommen Sie in den Blutbrunnen. Nicht den Ziegenmann! Kommen Sie in den Blutbrunnen! Hallo? Achso, das war deine Haut. Digga, die Haut sieht aus wie so eine Schlangenhaut, ey. Digga, wir haben keine Metallbarren mehr? Wir haben nichts mehr. Nicht einen einzigen Metallbarren. Alter. Was? Ich glaube, hier ja, muss jetzt schon noch ein bisschen was durchzwirbeln. Ja, wir brauchen mal wieder Metall. So, aber Kabel brauche ich, glaube ich, noch. Das habe ich auch noch nicht ganz so oft gemacht. Warte mal, wieso? Na, funktioniert nicht, wie du es haben willst? Doch. Sei ruhig. Kabel. Ich hätte sogar hallo, Kabel. So. Schon mal einmal. Bam. Und direkt so rum. Wir müssen wieder hier rotaten. Zack, zack. Kannst du da auch die Pose ändern? Sehe ich da wirklich so aus wie in Real? Ich bin mal gespannt. Seien Sie wird gekämpft. So, hier habe ich noch ein bisschen Fleisch. Kann man mein Körper baue ich ab. Kann man das irgendwie vielleicht leichter durch? Ah, genau so. Okay. Okay, ab jetzt, Muchachos, können wir Spaß haben mit Marvin. Was machen wir denn Schönes? Oh, das Digga, wo wird denn hier gekämpft? Das finde ich gut. Kampfmusik! Schade, dass der deine Frisur nicht übernimmt. Zum Glück, glaube ich, muss man sagen. Ha? So, okay. Wunderschön. Wir machen mal. Ist das Maximum? Geht nicht mehr? Deko, die Klimaanlagen, sind die automatisch mit Strom verbunden oder brauchen die auch eine Steckdose und noch irgendwas? Die Klimaanlagen musst du mit Generator und an den Generator ein Kabel, eine Steckdose. Okay. Dann versuchen wir das jetzt mal. Aufheben. Nein, das will ich gar nicht. So. Okay, Marvin. Darfst du in den Ziegentempel kommen? Ja, sofort. Ich muss das noch kurz zu Ende bauen. Oder willst du das bauen? Du kennst dich damit aus. Was denn? Achso. Ja, kann ich machen. Dann hier kommt das hin. Please! So, ich leg den Kram hier mal hin, dann kannst du das zu Ende bauen. So. Und Kabel. Und dann brauchen wir gleich noch Petrol.
Und dann brauchen wir noch Eier. Okay, also ich gehe schon mal rüber. Warte, soll ich hier bleiben? Weiß nicht, ob ich hier bleiben soll. Cruise mal rüber. Also ich habe die Sachen da jetzt hingeschmissen, ne? In das Pilz. Einfach auf dem Boden da drüben in dem Garten, oder was? Ja. Achso, stimmt, ich hab's jetzt falsch hingehauen. Stimmt, du wolltest ja Pavillon, ne? Hm, ich hab's jetzt in das Pilzhaus gehauen. Kannst aber wieder abnehmen. Ja, okay, das finde ich ja. Digga, was mach ich da? Weiß nicht, kam wieder so ein scheiß Dimetrodon an, Alter. Genau in dem Moment, als der hinkam und das Dimetrodon killen wollte, kam der Gasbeck an und hat mich weggeschleudert. Das sieht aber cool aus. Warte mal, also die Pose hast du auch so gemacht, oder wie? Ja. Ich finde, das hat was. Oh, apropos, hier, warte mal. Ich fand's ein bisschen schade, weil als ich hab das einmal gesehen, dass es gemacht wurde bei wem anders. Ja. Und da war halt noch von dem Podest aus so eine Stange nach oben ins Arsch. Also auf dem Arsch stand er dann quasi so in der Pose. Das war, fand ich lustig. Okay. Lustiger auch als so noch. Eigentlich. Aber leider ist da keine Stange. Aber ich finde, so haben wir einen sehr würdigen Ziegenwächter da. Auf jeden Fall, das haben wir. So, ich habe Monkey Marvin gerade nochmal gefüttert. Vielleicht müssen wir Florian demnächst auch mal wieder füttern. Dann? Oh, ich wollte gerade, also wo du es gerade gesagt hast, meinte ich, ist mir aufgefallen, dass ich den, glaube ich, noch nie gefüttert habe da unten. Ah, braucht man auch nicht. Unwichtig. So, ich hole jetzt schon mal die ganzen Eier und natürlich noch ein bisschen Gasolina und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Please, hast du die Scheiße aufgestellt? Please. Achso, ich habe nicht den S-Plus-Generator gebaut, kann das sein? Auch nicht? Weiß ich nicht. Digga! was denn alles los? Muss man selber machen, Alter. Alles muss man selber machen. Wenigstens waren die Air-Conditioner auf Plus. Ja, genau. Da habe ich drauf geachtet. Brauchst du nochmal irgendwas Neues oder baust du... Ja, ich muss jetzt den Kram neu bauen. Okay, dann hole ich schon mal die Eier. Diese Lady ist so komisch. Da schämen wir die Pose nochmal in Crouching. Schade. Man kann dann leider auch nur mal 1,5 Größe machen. Du bist ja jetzt da gerade überlebensgroß. Und zwar 1,5 mal so groß wie normal. Achso, okay. Ich hätte dich gerne noch größer gemacht. Aber noch größer geht nicht. 1,5 ist Maximum. Was ich ein bisschen schade finde. Muss ich ehrlich zugestehen. Aber hilft ja nichts. So, hier ein bisschen rausnehmen. War das Ciao, alles? Ist der Scheiß so günstig? Also eigentlich dürfen wir fast kein Metall mehr haben. Ein bisschen ist noch durchgebrutzelt, ich glaube 100 oder so. Vielleicht reicht das ja, hoffentlich. Hoffentlich. S plus. Ja, nochmal ein bisschen Metall reinhauen. Habe ich hier irgendwas? Nee, habe ich leider auch nicht mehr. So, und das jetzt noch, wer Steckdose nochmal? Outlet. Power Outlet. So, du machst das da. Bin mal gespannt, wie es ausschaut. Die ganzen Eier sind auf jeden Fall ready for Takeoff. Honig habe ich auch schon bereitgestellt. Die Nanny sollte dann auch gleich bereit sein. Dann cruise ich nochmal kurz mit dem Gasback los. Ja, das sieht gut aus bei dir. Was heißt, baust du da, da drüben, Nanny jetzt umgezogen? Nee, wir haben zwei Nannys. Ach so. So, mit Doppel-Nanny, Ressourcenverbrauch von Honig verdoppelt. Si. Die Wölfe sind nämlich nicht da. Ja, ich finde aber, der Kindergarten sieht echt nice aus. Ich würde vielleicht das Häuschen noch ein bisschen nach rechts drehen. Dass man so, wenn man reinkommt, den Eingang sehen kann. Ja, ich muss sagen, ich aber bin auch sehr stolz ja auf mich gewesen. Building-Krams. Warte mal, kann ich den Stromgenerator vielleicht hinter das Häuschen stellen? Machst du schön. Geh mal hin. Ja, und wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, wenn wir Ark oder andere Spiele spielen, dann schaut auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei. Oh, Muchachos, nächste Woche zocken wir endlich mal wieder Sea of Thieves. Ich hab da richtig Bock drauf. Nein! Bin festgebackt. Oh. Nein! Ich bin echt... ich komm raus. Okay. Bremst den Shit! Nein, wo ist die Steckdose hin? And it's gone. Auf, lol, die Steckdose... Oh, ja, jetzt ist sie wieder gone. Please, ey. Ich hab doch Erfahrung im Bau. Hä, konnte man die S-Plus-Stromkabel nicht... Oh, natürlich auch... Oh, bin ich ein dämlicher Trottel, Alter. Ich habe nicht mal ein S-Plus-Stromkabel gebaut. Digga, ich muss eh nochmal zurücklaufen. Ich habe ja die Steckdose zerstört. Ist nur ein bisschen pimmeln, dass jetzt alles länger dauert wieder, als es hätte müssen.
So, ja, ich wollte gerade sagen, du musst ja auch nur diese Scheiße kurz aufstellen, ne? Das ist jetzt ja irgendwie nicht einen neuen kein Kindergarten Hexenwerk aufbauen. Kein Hexenwerk. Ich freue mich schon so, dass ich da oben jetzt diesen scheiß Vogelplatz da neu bauen kann und nicht mehr an Pillars gebunden bin. Oh ja, das wird richtig geil. Dann kann das auch ein bisschen größer werden. Dann ist auch Platz für die ganzen Flugdinos. Vielleicht kannst du sogar ein bisschen weiter noch nach oben bauen. Ich finde, es kann noch ein bisschen. Ja, dann kann ich auf jeden Fall theoretisch. Aber beide brauchen wieder noch mehr Elevator Tracks, das ist ja das Problem. Ja. Ich glaube, das Problem war nur Metall. Und die Elevator Tracks kosten 140 Metallbarren. Das ist 10. Wurf. Also im Moment haben wir dafür noch nicht die Ressourcen. Power. Nee, auf gar keinen Fall. Müssen wir dann auch nochmal in einem Stream ein bisschen farmen. So, und jetzt Electricity, wie heißt das? Ist das jetzt S+? S+. Haben wir. Und haben wir. So, jetzt müsste das eigentlich hinkommen. Ich habe den Generator jetzt sogar hinter dem Häuschen gebaut. Der guckt nur in ganz kleinen Ecke noch ins Haus rein. Ja. Das heißt, ordentlich Platz gespart und sieht nicht ganz so kacke aus. Es sei denn, du kommst von hinten an den Kindergarten ran, dann siehst du, dass da ein Stromgenerator steht, randommäßig. So. Hauptsache sieht cool aus. Ich habe aber, glaube ich, gerade so gesehen, braucht man überhaupt noch einen? Okay, brauchen wir. Zack. Oh. Und Kanone, zack. Kanone, Kanone. Und jetzt auf Hide. Und Hide. Und jetzt. Ah. Ah! Entsperren. Hada! Hada! Putz! Putz! Hauptsache, ich kann. Ja? Kommst du voran? Ja. Ich kann. Scheiße, wie behindert ist das denn? Kann ich von hier? Auch nicht? Ich kann den Generator nicht öffnen. Also, ich kann keinen Gasolina reinballern gerade. Hä? Hä? Problem hatte ich, glaube ich, noch nie. Aber der ist ja noch nicht mal, der ist noch nicht mal verschlossen. Also ich kann ihn verschließen, aber ich kann auch entsperren. Aber ich kann ihn nicht aufmachen. Was? Wenn ich F drücke, passiert nichts. Das ist komisch. Das hat bisher eigentlich immer funktioniert. Ja. Sonst. Ich komme mal zu gehen. Dir. Ja, komm du mal her. Bring mal bitte Gasolina mit, wenn du herkommst. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Gasback, hab jetzt 1000 Metall nochmal gefarmt ungefähr. Das ist gerade Pimel, egal. Um jetzt nicht ganz untätig zu sein und hier nichts hinzubekommen, mache ich jetzt mal mich an den Vogelplatz da oben. Erstmal die Preußen anderen Vögel da hoch. Da wegholen. Nicht da hochholen. Ah, Preußen. Ah, Preußen. Dieser Gatscher hier, der muss hier weg. Der Schwefelgatscher. Der Schwefelgatscher, der immer im Zaun festhängt und auf der Stelle geht. Okay, den können wir mit dem Pokéball mal wegholen. Der kommt jetzt einfach irgendwo anders hin. So, die Seedlings werde ich alle einfach mitnehmen. Man sieht es da schon, Mochato. Ich habe Seedlings abgerissen. Die Zäune stehen einfach in der Luft. Okay, das funktioniert schon mal, sehr gut. Zack, zack, zack. So, also ich nehme jetzt ein Stück nach dem anderen alles weg. Okay, das haben wir jetzt. Perfekt. Weg mit ihm. Inventar sieht auch gut aus. Okay, ab geht's. So, jetzt Zäune wir, weg. Oh. Kommt der Boden weg. So, und du kommst Deko also Ei nicht kommt ins Inventar. Guck mal, irgendwie Nein! Den Ekos oder so. Ich ziele ja auf ein Ceiling. Anstatt dass ein Ceiling verschwindet, verschwindet die Elevator-Plattform, auf der ich gerade stehe. Hoch. Ach so, deswegen. Kann ich den nochmal abreißen? Weil ich glaube, so steht der echt ungünstig scheiße. Aufheben kannst du ihn. Okay, aber was ist dann mit der Steckdose? Vorher, warte, du musst vorher E gedrückt halten, dann Show Wires und erst die Stromkabel und die Steckdose aufheben. Weil wenn du nur den Generator abreißt, gehen die kaputt und sie neu herstellen. Digga, wo sind sie denn? Ich mach die ganze Zeit Show Wires, aber da wird nichts angezeigt. Die sind im Wie kommst du drinne? Im Häuschen drinne sind die Kabel. Okay. Einfach nur. Ah! Digga, dieses Zielen ist so ungenau. Nein! Die Steckdose ist kaputt gegangen. Ich hab gesagt. Aber ich hab auch schon 25 Mal den Scheiß gemacht und hab auch jedes Mal die Steckdose zuerst. Das Kabel zuerst abgebaut. So, jetzt kommt das hier rein. Ich hoffe, das geht. Ich glaub, hier sollte alles klar gehen.
Oh. Jetzt werde ich langsam overweight hier. So, ich wollte jetzt, welches war denn das am stufesten abschließende Pillar-Ding hier? Ich glaube, der vorne war echt gut. Ich wollte jetzt wieder eine neue Steckdose, ne? Und den benutzen wir jetzt. Ja, oh. Jetzt musst du wieder laufen und neue Steckdose bauen. Digga, wer ist da? Passiert, bin ich tot, Alter. Der wird schon dreimal am Stück auf irgendein scheiß Ziel hingezielt und dann die scheiß Plattform abgebaut. So. Please, ey. Steckdose, was heißt das? Outlet, ne? Outlet. Power Outlet. Aber. Herstellen. Kann ja, jetzt bin ich overweight. Inventar? Nein, kann ich natürlich. Die Hauptsache, die Flügel. Fabricator. Die Flügel stehen hier einfach oben in der Luft. Guck mal. Warte, ich hab grad zu tun. Guck mal von unten hier hoch. Da stehen einfach drei Vögel in der Luft. Mitten in der Luft. Komm, das muss doch jetzt bitte funktionieren, ey. Das dauert schon alles viel zu lange. Wollte ich dir ganz kurz das geben, damit du das bauen kannst, damit ich alle geilen Dinos rüberbringen kann. Ja, läuft bei denen, ne? Deko. Die schweben jetzt. Never trust Deko. So, ja, Muchachos, und jetzt seht ihr hier gerade, also ab jetzt ist wirklich dann offiziell, wir können ja die Ceilings einfach weiterbauen. Wir können auch einfach hier, wir machen mal eine Ceiling-Brücke rüber zu unserem Haus. Nein, aber so groß will ich ungefähr das Ding haben, möglicherweise. Vielleicht ein bisschen kleiner, gucken wir dann, wenn wir es fertig haben. Ja. Oh, ist das schön, Alter. Jetzt haben wir auch so viel bauerische Freiheiten. Also, Klimaanlagen stehen ja schon da. Jetzt brauche ich als erstes Jetzt schon alles links weg. Jetzt schon alles links weg. Was brauchst du? Als erstes Kabel oder die Steckdose? Was kommt als erstes? Erst Kabel, ne? An den Generator dran und an das Kabel dann die Steckdose. Das muss ja ein Snap-Point sein, oder? Ja. Das ist, es snappt sofort fest eigentlich. Okay, jetzt hier Petrol rein. Bruder anmachen. Und funktionieren sie? Betriebsbereit? Betriebsbereit! Jawohl, es geht! Okay. Sehr schön. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt nur noch mal die ganzen Eier reinhauen und das Problem ist jetzt. Aber dann machen wir das Ding jetzt nicht höher hier, ne? Doch. Ein, zwei Dinger will ich das höher haben. Ich glaube, das dürfte auch reichen vom Metall. Haben wir so viel Metall da? Ich hoffe, also es brät gerade ordentlich durch. Alter, es sind so viele T-Rexe. Scheiße, wir brauchen ganz viel Fleisch noch. Okay, kommt das erstmal wieder hier rein. Oh nee, ich kann die gar nicht mehr in. Oh shit, ich kann die nicht mehr nehmen. Fleisch brauche ich ja noch. Scheiße, richtig viel Fleisch sogar. Schnell mit dem Managam. Ein bisschen was abholzen hier. So, overweight. Jetzt bauen wir erstmal. Ai. Oh, was mache ich denn jetzt? Ich muss eigentlich erstmal wieder Pillars bauen. Einzelpillars. Dann machen wir aber drei nach oben, ne? Okay, wie du magst. Eine Wall, drei Walls. Ja, wie viel Leben hat der? Bauen. Ah, ich kann ja Elevator Tracks nicht hier oben bauen. Ey. Digga! Okay. Achso, es macht null Damage? What the fuck, Alter? Okay, jetzt muss ich erstmal die Elevator Tracks bauen. Zieht der eigentlich ein auch essen. Rohstoffe aus Dinos? Ja, zieht der raus, ne? Ey, halt, stopp. Anheben. Bam, kann ich die endlich. Rohstoffe mal eben hier in den Eulen lassen. Dann bin ich nicht so overweight. Go, 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 essen, 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 essen. Die T-Rex ist schon ausgeschlüpft? Nee, ich muss erstmal Fleisch holen. Ja, es dürfte ich genug Fleisch haben. Okay, rüber. Es wird langsam leider dunkel, es gefällt mir gar nicht. Musst du noch ein bisschen für Beleuchtung sorgen, aber? Stimmt. Alter, Digga. Na, dann nochmal kurz schnell rüber. Ich weiß nicht, ob die Eier in meinem Inventar kaputt gehen. Weißt du das? Ich weiß, dass deine Eier. Ja, doch, gehen sie. Ja? Ja. Leg die erstmal wieder in die Na, Hatchy ist auch schlecht. Leg die in das Ding. Ja. Ah, ist auch schlecht. ich muss mich jetzt einfach beeilen. So, Skins, Lampen, Light. So, irgendwas jetzt hier. Irgendwas Cooles aber. Ist groß? Nee, ist wahrscheinlich klein, ne? Ja, so kleine Dinger baue ich auf jeden Fall. Dann machen wir mal so 5 davon. Hier machen wir auch nochmal 2. Mir fehlt. Was brauchst du? 109 Metallbarren und 92 Polymer.
Okay, also Polymer sollte ja kein Problem sein. Metallbarren, vielleicht geht das gerade hier noch durch. Ja, 200 Metallbarren gehen noch durch. Das heißt, da kommen nochmal 100. Ich brauche 110. Also 109. Ja. Ja, das sollte man ja hinkriegen, diese 20 Rohmetall. Vielleicht sind im Gacha ja... ja, Gacha-Schüssel. Wir haben doch einen produzierenden Gacha. Ja, ein bisschen Stein rein. Dann sollte das eigentlich auch gehen. So, rüber. Ich mach mal Gamma auf 3, Deko. So, Gamma 3. Digga, wie häufig will ich in dieser Folge noch von dem Ding runterfallen? So, Fleisch habe ich jetzt auch genug, oder? Ja, Fleisch ist da. Okay, wir testen das jetzt. Come on, baby, light my fire. Leck mir die Eier. So, Nummer 1 geht raus und... Aber wir brauchen sogar gar keinen Pillar, sehe ich gerade. 14 Sekunden, Deko, jetzt geht's richtig ab hier, Deko. Jetzt kommen hier einfach nur die T-Rexe raus. Komm, komm, komm. Bisschen Fleisch brauche ich Insta. Komm. Easy. Und Lights brauche ich auch noch. Turn the lights on in this place. Na 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 na. Ah, aber Nummer 1. Nummer 2. Und, hallo Bruder. Nummer 3. So, überall kommt jetzt ein bisschen... Nein, ich habe ja die... Oh, ich habe die Nanny hier noch gar nicht stehen. Schnell, 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 schnell. Das muss aber gehen. Ja, hier. Aber also die Nanny fängt auch nicht sofort an zu printen. Digga, ich will hier also raus! Das ist noch kein Problem, dass du den nicht da ist. Ich glaube, die T-Rexe kommen hier nicht mehr raus. Warte kurz, Pokéball. Hörst du das kurz? Eine versperrt jetzt schon den Weg, ist ein bisschen ärgerlich. Müssen wir es doch mit dem Pavillon probieren. Ja, jetzt haben wir es. Komplett, ja, okay, aber diesmal machen wir alles richtig. Das ist jetzt sozusagen... Nee, die kommen da nicht mehr raus, ne? Nee, die kommen da nicht mehr raus. Okay, also ganz schnell... Hier wieder ran. Was für eine Kacke, Alter! Okay. Dann musst du dann das Häuschen abreißen? Nee, das Häuschen muss ich nicht abreißen, nur die ganzen Sachen. Hier, Klimaanlage, Generator, muss ich jetzt alles wieder rübertragen. Und dann können die auch wieder hier, der Gorilla kann da wieder rein. Aber wie kriegst du dann, achso, mit Pokéball, ne? Ja. Pokéball sind sie auch schon drin. Gut, jetzt den ganzen Scheiß wieder abreißen. Also, diesmal erst Outlet. So, zeig mir den Scheiß hier. Show me your genitals. Your genitals. Hm. Ja. Oh, ich glaube, da komme ich nicht ran. Oh, oh. Nee, ich glaube, ich darf den Scheiß jetzt nochmal machen. Nee, das ist so im Haus verbuggt. Scheiße! Oh. So, muss ich wieder so ein Scheiß-Ding bauen. Einmal auf. Ey! Digga. Ich ziele nicht annähernd in Richtung der Elevator-Plattform. Die Scheißpistole nimmt immer die Elevator-Plattform mit zum Abreißen. Oh, Digga, Pain in meinem Arschloch. Ich bin hier schon wieder fast tot. Bin diese Folge, glaube ich, schon 8-mal fast gestorben. 8-mal aber fast. Ich überlebe immer knapp. So, das haben wir schon mal. Jetzt brauche ich wieder ein Outlet. Aber erstmal stellen wir die Scheiße da richtig hin. Und dann brauchen wir die Nanny, die wir auch mal richtig hinstellen. Das war gerade wieder zu schnell gearbeitet. Also die Nanny packen wir mal hier hin. Jetzt so ganz am Anfang, würde ich sagen. Hier. Okay, jetzt lasse ich wieder Rohstoffe hier. Holz auch noch. Zeig mal, was du drauf hast. Show Range. Ready für... Boah, das ist perfekt. Das ist richtig perfekt. So. Hide Range. So, da kommt jetzt hier ein bisschen Honig. Das heißt, du funktionierst jetzt. Und jetzt muss ich wieder... Wo ist der Metallgacha? Bei dem T-Rex. Und Spinus. Warum ist der da hinten eigentlich? Na, warum nicht, ne? T-Rex, Spinus, Gacha, hallo? Dann, wir machen das so. Ja. Und, nein, nochmal... Ich habe schon so einen Kommentar gesehen, warum fliegt eigentlich so ein Velo mitten in eurer Base rum? Wir Ach wissen so. Es nicht genau, Muchachos. Der war Doch. Einfach irgendwann da oben und wir haben ihn, weil wir es lustig fanden, nicht mehr darunter geholt. Doch, ich weiß, wieso der da steht. So. Du hast mal einen Stein abgebaut, auf dem wir drauf standen oder so, ne? Genau. So, jetzt brauche ich wieder ein Outlet. So, holen wir uns. Hinterm Ding, der Metall ist auch nicht da. Lol, da hinten läuft immer noch einer von unseren Gachas rum. Ja, ich weiß. Ich habe mich selber gewundert, warum der noch nicht tot ist. Er wird gerade von 3 Swanny Dragons angegriffen. Geil, dann stirbt er endlich. Deko, jetzt geht's richtig ab. Jetzt beginnt hier die T-Rex-Zucht. Alter! Boom, boom, boom.
Boom, 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 boom. Da so viele raus? War jedes Boom gerade für einen Dino, für einen T-Rex, der gerade geboren wurde? Warte mal, wir schauen mal. Alter, jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht's hier richtig ab. Bleibt hier! Ja. Oh. Fehlt nur Polymer. Zu viele. Zu viele auf einmal. Alter, viel zu viele auf einmal. Das nächste Mal mache ich weniger. Komm her. Nein! Nein, der rennt einfach rüber! Ein T-Rex ist abgehauen! Oh, hol die mal. Ah. Ah. Sag mir das doch einfach. Wow. So, aktivieren muss ich die Dame auch noch. Ist aktiviert. Oh. Warum ist da kein Honig mehr drin? Digga, ich hab doch da Honig reingetan. Digga, reg mich doch nicht auf! Reg mich nicht auf, Junge! Der Honig holen. Okay, aber hier ist nur ein T-Rex, der ist an der Wand festgebaut. Ich weiß nicht, ob wir den rauskriegen, ne? Warte mal. Da. Hallo? Honig haben wir. Stein abbauen müsste das gehen. Okay. Also, als nächstes arbeiten wir mit weniger. Mit weniger Rexen auf einmal. Peu à peu dann. Peu à peu. Ja, warum ist doch alles gut? Und noch mehr Rexen. Aktivieren! Was? Ja, komm her. Komm her, Kleiner. Komm schon. Wow. So, haben wir jetzt eigentlich alle? Das ist jetzt die Frage. Zwei Stück bringe ich noch rein, aber dann haben wir. Digga, ist ja richtig behindert. Komm mal eben her. Du musst die Tür aufhalten, wenn die Dinos rein, wenn die T-Rex reingehen. Okay. Ich weiß nicht, was mit dem Rechten da ist. Hängt der jetzt in der Tür fest oder? Ist der in der Tür? Okay, so. Haben die schon was zu essen bekommen? Nee, ne? Glaub nicht. Okay, dann kriegen sie mal ein bisschen. So. Der kriegt auch was. Digga, wie viele Rexen wir jetzt einfach haben, ne? Das ist so abnormal. Bäm. Easy. Okay, ich würde sagen, Muchachos, dann beenden wir jetzt die Folge. Leider habe ich es nicht mehr geschafft, den letzten Elevator-Track zu bauen. Wir brauchen noch ein bisschen mehr organisches Polymer. Dafür throne ich hier auf einem Brunnen inmitten von 68 T-Rex-Babys, die uns den Arsch massieren wollen beim nächsten Red Drop. Wenn euch die Folge gefallen hat, Muchachos, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann, reingehauen. Ciao, ciao.